Du, ohne Elfmeterschießen können die doch gar nichts. Noch nicht mal so ein paar Nürnberger Braunwürstchen vernaschen, nur. Mann. Du, ich werde bald Pauli-Fan, wenn das so weitergeht. Das sag ich dir doch. Ihr Spinner doch. Ehrlich mal doch. Freibeuter und Pfeffersack. Der erstklassige Zweitliga-Podcast über den HSV und den FC St. Pauli. Ahoi, liebe Leute, und herzlich willkommen zur 30. Ausgabe von Freibeuter und Pfeffersack. Es begrüßen euch wie immer sehr herzlich der Freibeuter Justus und der Pfeffersack Anski. Und es ist wahrlich und wahrhaftig die 30. Folge, lieber Justus. Hättest du das gedacht, dass wir mal so weit kommen? Dass wir es so weit schaffen werden? Ja, ich hatte es immer gehofft, aber es ist natürlich trotzdem bemerkenswert, das Jahr vergeht wie im Fluge, ne? Und wir sind jetzt schon... Ja, auf der Zielgeraden. Auf der Zielgeraden, genau. Es ist immer so ein bisschen verwirrend, weil natürlich der Spieltag ist ja gar nicht der 30. Ne? Es ist der 25. Spieltag, den wir jetzt hatten. Aber wir haben ja zwischendurch immer noch ein bisschen rumgeplänkelt. Deswegen, ja, schön, ich freue mich. Ja, genau. Und wir feiern natürlich überhaupt nicht, sondern wir gehen gewissenhaft unserer Arbeit nach. Es ist Montagmorgen, 9.30 Uhr. Wir sitzen beide in unserem Freibeuter- und Pfeffersack-Büro. Ja. Wir haben unsere Freibeuter- und Pfeffersack-Kaffeetassen vor uns. Randvoll mit frischem Kaffee, mit frischem Filterkaffee aus der Büro-Kaffeemaschine gefüllt. So, ach, diesen tollen Becher, den posten wir nochmal auf Instagram, dass alle Leute den sehen können. Den kann man nämlich auch immer noch bestellen. Ne? Kann man sich bestellen, genau. Meldet man sich einfach bei uns und dann... Genau, oder auch vielleicht auch gewinnen, wenn man ganz, ganz liebe E-Mails schreibt. Ja, das Verlosung machen wir andermal. Also, ihr könnt es jetzt erstmal, ihr könnt euch bei uns einschleimen und dann schauen, ob ihr vielleicht einen Becher bekommt. So. Apropos, Schleimer, dein Spiel heute, egal. Nein, pass auf, wir kommen jetzt. Also, wenn einer mal keinen Becher bekommt, dann ist es Schleimer. Der kriegt keinen Becher? Schleimer, Nürnberger und Handwerker. Die bekommen nichts. Doch, die kriegen von mir kriegen die alle eine extra Tasse. So. Also, kommen wir mal zu dem hier. Schatz, wie war dein Wochenende? Ja, Ansgar. Ich nehme mir einfach mal die Freiheit heraus, weil... Hau rein. Ja. Hau rein. Gut. Ja, also vorweg, was ganz interessant ist, ist, dass der FC St. Pauli der einzige Pokal-Viertelfinalist ist, der sein nächstes Spiel gewonnen hat. Ist das wahr? Tatsächlich. Leipzig hat unentschieden gespielt, ne? Genau, Leipzig hat unentschieden gespielt. Ah. Union auch, weil die gegeneinander gespielt haben. Ja. Und ihr habt verloren, KSC hat verloren, nur St. Pauli hat gewonnen. Ja, also, es gab ein wunderbares 3:1 für die Boys and Brown zu Hause gegen den KSC. Zwischenzeitlich stand es ja sogar mal 4:0. Ja, genau, das stimmt, aber das war natürlich nicht wirklich ein Abseits-Tor. Naja, genau, ja. Also die erste Halbzeit war ein absolutes Feuerwerk. Das war wunderbar anzuschauen. Ich glaube, die Mannschaft hat sich auch teilweise in richtigen Rausch gespielt, hatte man das Gefühl. Also es war klasse. Da hat man wieder das Aufblitzen sehen, was in der Hinrunde der Fall war bei meiner Mannschaft. Und ich denke mal, mit diesem Spiel haben sie jetzt auch wirklich endgültig rehabilitiert. Ich denke mal, dass die Rückrunde jetzt sehr viel besser laufen wird, als es am Anfang war. Es gab halt dieses kleine Tief, die kleine Flaute. Ja. Das ist jetzt vorbei. Muss ich auch sagen. Wäre auch mein Gefühl. Gut, ihr habt euch da rausgekämpft. Wir haben uns rausgekämpft, genau. Es stand 3:0 nach 35 Minuten. Zweimal Kofi, einmal Makienok. Ersten beiden Tore waren so, ja, keine schönen Tore, es war so ein bisschen reingewurstelt, aber egal. Makienok-Tor war super, das war so ein schöner Knaller von der Strafraumgrenze, unhaltbar. Unfassbar, dass dieser, was hattest du gesagt, 2,1 Meter, man technisch den Ball so sauber annehmen kann und dann ihn so reinzimmert. Also, ja, also traut man ihm nicht zu unbedingt. Er ist jetzt nicht gehandicapt durch seine Größe. Also, nein, aber er ist doch jetzt auch nicht der Filigrantechniker und es war schon anspruchsvoll. Er ist halt so ein bisschen er wirkt behäbig, aber er ist trotzdem ein guter Techniker. Also der macht halt alles. Ich habe ja auch gesagt, wenn er den Ball mal trifft, dann geht er auch rein.
Und das war auch tatsächlich so. Also freut mich sehr. Er hat auch zum ersten Mal, hatte ich gelesen, jetzt in zwei aufeinanderfolgenden Ligaspielen für St. Pauli gescored. Das ist gut. Und er wurde auch von Schulle hinterher hervorgehoben als der Spieler, der ein Sonderlob verdient. Haben wir also vielleicht nachher einen Kandidaten für Man of the Match? Wir werden vielleicht sehen. Vielleicht, wer weiß. Mal schauen. Genau, und wie du schon sagtest, es fiel auch noch das 4:0 in der ersten Halbzeit, aber das war leider ein Abseits im Spielaufbau. Da stand Burgstaller irgendwie knapp im Abseits, also müssen wir jetzt nicht weiter erwähnen, aber es zeigt halt trotzdem, wie super die erste Halbzeit gelaufen ist. Karlsruhe war völlig überfordert, aber wie so oft bei St. Pauli-Spielen, und das alte Muster war dann doch wieder da, ist das nämlich nach der Pause war es doch eine andere Halbzeit. Also da denke ich mal, aber auch bewusst von St. Pauli, die haben halt die Karlsruher machen lassen, die haben sich natürlich ein bisschen zurückfallen lassen. Gut, wenn man eine 3:0-Führung in die Halbzeitpause bringt, muss man jetzt auch nicht weiter anrennen. Aber es war doch auch so, dass die Karlsruher es echt nicht ungeschickt gemacht haben. Man merkte, die haben richtig, richtig Feuer gekriegt in der Kabine. Und die kamen halt raus wie die Wildsäue. Oder wie die Wildsäue, wie ein angestochenes Wespennest. Und kamen auch tatsächlich dann noch zum Anschlusstreffer, allerdings erst in der 66. Minute durch Hofmann. Ja. Und waren dann aber auch in der Folge einfach zu schwach oder wahrscheinlich auch zu müde nach dem harten Pokalfight gegen euch, um das nochmal mit einem zweiten Tor brenzlig zu machen. Insofern hat St. Pauli das dann ganz gut über die Zeit gekriegt, ein ungefährdeter Sieg. Können wir doch mal kurz über die Frisur von Hofmann sprechen? Ja, gerne. Ich versteh die Idee hinter dieser Frisur nicht, weil ich meine, alle anderen Profis verwenden ja doch immer viel Zeit auf ihre Frisur, und vor jedem Spiel kommt nochmal der Privatfriseur und dann tut man das. Also es ist ja sehr kurz rasiert an den Seiten und im Nacken, wie es viele haben. Und auch vorne ist es relativ kurz, aber er hat oben hinten am Hinterkopf so eine lange Strähne, die dann so wirre hin und her flattert. Ja, weißt du, ich hatte am Anfang der Corona-Zeit, als die Friseure alle geschlossen haben, habe ich mir so einen Rasierer gekauft fürs Kopfhaar. Ja. Und da habe ich mir die Haare dann immer selber rasiert, weil man ja nicht zum Friseur gehen konnte. Und da sah es in etwa bei mir so aus. So, bei den ersten Malen. Aber auch nur zwischenzeitlich, oder als unser Spiegel auch noch kaputt war. Als ich noch keine Übung hatte und unser Spiegel war kaputt, da sah das bei mir so aus. Ja. Ja, aber ich finde es ich bin damit halt nicht im Fernsehen aufgetreten mit dieser Frisur. Nee, das stimmt. Aber andererseits wirkt Hofmann jetzt auch nicht wie ein Typ, der irgendwie eitel ist oder ist irgendwie jetzt. Das ist jetzt auch, glaube ich, nicht so ein bewusstes Date. Ich glaube, dem ist es einfach scheißegal wahrscheinlich. Ja, aber dafür wäre es dann auch, dafür wäre es zu nervig, so eine Frisur zu haben, oder? Ja. Es bleibt ein Rätsel. Können wir auch mal Christian fragen? Vielleicht weiß der das. Der wird das wissen. Der weiß ja alles. Jedenfalls alles über den KSC und alles über Fußball, alles über Sport. Also, unterm Strich, die englische Woche war für den FC St. Pauli Pokal aus, aber zwei Ligasiege. Ja? Und für den HSV Pokal-Halbfinale erreicht, aber zwei Liga-Niederlagen. Ansgar, kostet euch der Pokal den Aufstieg? Also erstmal will ich sagen, zu meinem Wochenende, es war nicht alles schlecht, denn gestern Abend war ja Auslosung 19.15 Uhr und wir haben das bekommen, was wir gerne, das Beste, was man bekommen konnte in dieser Konstellation, nämlich ein Heimspiel. Das ist schon mal eigentlich das Wichtigste. Ja. Und zwar gegen Freiburg, was ich auch sehr gut finde. Ich meine, Union Berlin ist vielleicht der etwas schwächere Gegner, aber Freiburg finde ich einfach als Mannschaft super gut. Ich freue mich total, dass wir die haben ja auch eine weite Anreise, vielleicht schwächt sie das auch nochmal. Christian Streich ist ja einfach der coolste Trainer überhaupt, bei dem ich mir übrigens vorstelle, dass der immer nochmal irgendwie, der könnte nochmal irgendwas ganz anderes machen, der könnte auch in die Politik gehen, Bundespräsident werden oder wenigstens Bundestrainer. Also ich freue mich, dass die Freiburger hierher kommen. Ihr habt schon gewisses Losglück wieder mal gehabt. Ja, ne? Ja. Also und am Spiel ist gut. Ich denke, es ist klar, dass wir da am Elfmeterschießen gewinnen werden und dann ins Finale kommen. Naja, gut. Ansonsten, das Spiel. Samstagabend 20:30 in Nürnberg. Gegen Nürnberg hatte man schon zweimal gespielt. Kannst du auch noch mal auf meine Frage eingehen? Ja, das mache ich auf jeden Fall, klar. Das wird jetzt eine etwas längere Antwort. Also die Kurzfassung lautet, nein. Wir verspielen nicht. Wir gewinnen den Pokal und wir steigen auf. Okay.
Das ist aber du hast natürlich recht. Ja. Erstmal diese Statistik, dass die ganzen DFB-Halbfinalisten es nicht geschafft haben, ist schon bemerkenswert. Andererseits wiederum, man sieht ja an euch, dass es dann offenbar doch nicht so sehr geschwächt hat. Also ich meine, ihr habt ja gewonnen. Also man konnte ja offenbar unter der Woche spielen und trotzdem noch gewinnen. Also und das sind Profis und das ist nun wirklich, also diese Frage kam ja auch immer wieder, ob das nicht zu anstrengend sei für die. Und Felix Magath hat gesagt, dass ja die zweite Liga konditionell mindestens so sein wie die, oder genauso stark sein muss wie die erste Liga. Und es ist nun mal wirklich für Profis eine englische Woche, muss einfach machbar sein. Wobei man natürlich. Aber ich denke mal schon, dass also in der zweiten Halbzeit wird sich das schon ein bisschen bemerkbar machen bei dem einen oder anderen. Es gab nämlich auch die gleiche Frage, gab es natürlich auch für den Karlsruhe-Trainer nach dem Spiel, Christian Eichner. Und da wurde auch gefragt, ob denn die schwache Leistung seiner Mannschaft in der ersten Halbzeit vielleicht mit dem Pokalspiel zusammenhängt. Und dann sagte er völlig zu Recht, in der ersten Halbzeit wird keiner auf dem Zahnfleisch gehen, weil er irgendwie die Woche über zwei Spiele hatte. Aber natürlich, dass die Frische, vor allem geistig auch vielleicht in der zweiten Halbzeit fehlt, das kann durchaus sein, was natürlich auch bei euch wahrscheinlich als Erklärung herangezogen werden könnte. Ja, aber es darf natürlich keine Ausrede sein und letzten Endes musste das natürlich, also ich bin tatsächlich dann auch bei den ganzen Trainern, das ist ja eine typische Journalistenfrage, die du da gestellt hast, und als letzten Endes, was soll man aus dem Pokal zurücktreten dann oder was? Also was ist da die Antwort? Du versuchst natürlich als Sportler immer das Maximum rauszuholen. Ja. Und es hätte ja auch anders laufen können. Aber du hast recht. Ich meine, das Siegtor für Nürnberg fiel durch Handwerker in der 88. Minute, als man sich eigentlich schon innerlich auf ein Unentschieden eingestellt hatte. Ja. Das wäre vielleicht nicht passiert, wenn die Frische da gewesen wäre. Aber man weiß es auch nicht. Man weiß es einfach nicht. Es hätte ja auch sein, es sollte ja so sein, dass dieser Sieg, dass es Energie freisetzt, dass es den Teamspirit stärkt. Naja, so, nochmal kurz von vorne. Ja. Chuck Vetaze hat wieder von Anfang an gespielt, was mich sehr gefreut hat. Alidou hat gar nicht gespielt diesmal, er wurde nicht mal mehr eingewechselt, er war auch überhaupt gar kein Thema, es wurde auch nicht viel über ihn geredet, auch auf der Pressekonferenz habe ich keine Frage danach gehört. Also Alidou ist offenbar weg und ich weiß auch nicht, ob er bis zum Ende der Saison nochmal auftaucht und nächstes Jahr wird man ihn dann in Frankfurt versauern sehen. Es ist traurig und ich hoffe, dass es anderen Nachwuchsspielern eine kleine Lehre ist, die Geschichte Farid Alidou und Fiete Arp, dass man einfach mal besser ein bisschen bei einem Verein bleibt und da ein bisschen reift. Naja, jedenfalls in der 15, also es ging sehr gut los für den HSV. Ich finde, sie haben ordentlich Druck gemacht, schön nach vorne gespielt, keine richtig glasklaren Chancen herausgespielt, aber es hat Spaß gemacht zuzugucken. Trotzdem fiel das 1:0 für die Nürnberger in der 15. Minute durch den Sohn des einstigen Nationaltorhüters Köpke. Da hat, ich weiß gar nicht genau wer, ein Nürnberger hat reingeflankt. Vuskovic ist dazwischen gegrätscht, hat ihn dabei aber so unglücklich hoch in die Luft gehoben, dass er dann Köpke quasi vor die Füße bzw. vor den Kopf fiel und er hat dann eingenickt. Ja, ich glaube, es war ein Torschuss, es war gar keine Flanke. Ich glaube, es war ein Torschuss, der dann abgewehrt oder abgefälscht wurde. Stimmt, da hast du recht. Ja. Und dann hat aber der HSV 10 Minuten später in der 25. Minute ausgeglichen. Da ist ein Ballverlust im Mittelfeld durch die Nürnberger. Kittel ist auf der rechten Seite an den Ball gekommen, hat ihn sehr schön durchgesteckt auf Jatta, der ja immer ordentlich Tempo macht. Jatta hat ihn in den Hinterraum gespielt und Reis hat dann ihn reingeschossen. So, ja, das war ein schöner Angriff, muss man sagen. Das war ein schöner Angriff, war allerdings auch, ansonsten, man muss tatsächlich sagen, Glatzel, Kittel, von den beiden hat man nicht viel, von Glatzel hat man fast gar nichts gesehen. Das war die, von Kittel war das die einzige gute Aktion und ansonsten die Einzelleistung war nicht gut und vor allem von den Leistungsträgern war auch nicht so doll. Das 2:1 fiel dann in der 88. Minute, wie gesagt, man hatte sich gerade auf einen Unentschieden eingestellt. Handwerker hat aus ungefähr so, weiß ich nicht, 20, 22 Metern abgezogen. Der Ball setzte einmal auf, hätte Ferro eigentlich locker haben können, oder was heißt locker, also hätte man wirklich haben sollen als Torwart. Er hat ihn aber irgendwie, hat sich verschätzt, hat auch gesagt, ohne dass es eine Ausrede sein sollte, dass der
Rasen da wohl neu verlegt worden sein, der ein bisschen anders aufgeprallt ist. Naja, ist natürlich tragisch, wenn du in dem einen Spiel bist du der Hero und im nächsten Spiel bist du dann der Arsch, der das Unentschieden kostet. Am Ende muss man sagen, es hätte eigentlich ein Sieg sein müssen, denn jetzt steht man in der Tabelle mit 41 Punkten, 6 Punkte hinter euch bei noch 9 verbleibenden Spielen. Ich wollte nämlich noch, meine nächste Frage wäre gewesen, Ansgar, was fällt dir zur Zahl 6 ein? Das sind nämlich die 6 Punkte, die ihr hinter einem direkten Aufstiegsplatz hängt. Ja, mir fällt dazu auch noch ein, dass die Nummer 6, dass der Sechser, beziehungsweise dass der Sechser vom HSV, Meffert, eine gelbe Karte bekommen hat. Und zwar die 5. Und zwar die 5. Und er wird im nächsten Spiel gesperrt sein gegen Aue. Und da ist die Frage, wer ihn denn vertritt. Wahrscheinlich Moritz Heyer. Ja, es sind 6 Punkte Rückstand. Es tut sich ja immer viel. Ja, es ist halt blöd. Man hat halt 2 Spiele hintereinander verloren. Man spielt jetzt nur noch gegen die Kleinen. Nicht gegen die Kleinen. Man spielt aber nicht mehr gegen die Top 7 da oben. Da kommt wieder der alte HSV-Fan-Dünkel durch bei dir. Ja, nö, weiß ich nicht genau. Naja, gut. Justus, haben wir denn ein Man of the Match? Ja, ich habe ein Man of the Match. Und zwar ist es nicht Mackinock. Nicht Mackinock, der das Sonderlob vom Trainer bekommen hat, nein. Mhm. Es ist auch nicht Kofi, der einen Doppelpack hatte und jetzt 9 Saisontore vorweisen kann. Und von dem man ja sagt, dass der im nächsten Jahr auf jeden Fall in der ersten Liga spielen wird. Ne? Ja, das stand in der Mopo, das stimmt. Ja. Also, es wurde sogar auch, glaube ich, es war wahrscheinlich der gleiche Pressekonferenz-Typ, der das auch in der Pressekonferenz gefragt hat. Also das findet er ja ganz toll anscheinend, diese Vermutung. Auch wieder so typisch, ne? So eine typische Behauptung, die einfach überhaupt nicht begründet ist. Klar ist Kofi Tchiré ein super Spieler, der bestimmt Begehrlichkeiten weckt. Die Superjournalisten von der Mopo sind doch ganz eng dran an Kofi und seinen Beratern. Haben das von Uli Hoeneß höchstpersönlich gehört, dass Kofi bei Bayern nächstes Jahr spielen kann, wenn er will. Ja, genau. Also Timo Schulz wurde das auch in der Pressekonferenz gefragt hinterher. Jetzt Kofi, der ja so begehrt ist, also der wird ja auf jeden Fall in der ersten Liga spielen. Egal ob mit St. Pauli oder ohne, wo Timo irgendwie ganz cool meinte, dass ja klar spielt er eine tolle Saison. Er hat aber auch das Gefühl, dass Kofi sich sehr wohl fühlt bei St. Pauli und er hatte da kein schlechtes Gefühl, dass er auch nächstes Jahr noch bei uns ist. Obwohl das natürlich auch alles Geplänkel ist. Also klar, was soll er auch sagen? Ja, und wer ist jetzt, Man of the Match? Es ist auch nicht Jackson Irvine, der einen ganz, ganz tollen Job als Sechser gemacht hat. Der ist ja, interessanterweise ist er jetzt ja wieder als Sechser eingesetzt. Ja. So wie auch in der australischen Nationalmannschaft, weil ja Eric Smith verletzt ist. Afis Aremu ist ja jetzt der Ersatz gewesen, der aber leider nicht wirklich überzeugen konnte in der Position. Deswegen Jackson Irvine kam ja auch erst spät rein. Ne? Kam erst spät rein und der braucht einfach noch ein bisschen Spielpraxis, der Junge. Sonst ist er ja auch super. Jackson Irvine hat das sehr, sehr geil gemacht als Sechser. Nein, die sind es nicht, sondern Lass mich raten. Ja? Keine Ahnung. Buchtmann? Nee. Okay. Der hat es auch gut gemacht. Ich weiß, wer es ist. Fängt er mit B an? Vielleicht. Okay, dann sag mal einfach. Es ist unser Youngster Marcel Beifuß. Ja, siehst du, wollte ich doch gerade sagen. Ja, dir fiel der Name gerade nicht ein, ne? Doch, nee, mir fiel der Name ein, aber ich wollte mich mal freundlich ranraten. Ja. Aber dann habe ich, wenn du dann so ausweichend antwortest, ja, der hat ja, gut, ich meine, immerhin. Erzähl doch mal, warum denn? Warum ist er der Weil er der Youngster ist und weil er einfach ein gutes Spiel gemacht hat. Allerdings ist er ja derjenige, der in der Abwehr eigentlich für Hofmann zuständig gewesen wäre, oder? Das stimmt, da hat er Lehrgeld gezahlt in der einen Situation. Ja. Ne, das war. Obwohl, ich meine, gegen Hofmann zu verteidigen ist auch einfach wahnsinnig undankbar. Ich meine, das ist wie so ein Terodde, der einfach der sich unglaublich durchtankt und das hat er auch sehr, sehr smart gemacht irgendwie. Also ich weiß nicht, ob du das Tor dir mal genau angeschaut hast. Er kriegte ja einen Ball und den hat er dann sich selber mit in der Luft so über den Kopf rüber gespitzelt und Wahnsinn. Selber nochmal vorge... Also unglaublich cool. Ne? Also das kann man eigentlich nicht verteidigen.
Nee, aber ja, Marcel Beifuß spielt ja seit dieser Saison beim FC. Er war im Sommer von Wolfsburg ans Millerntor geholt worden. Er ist 19 Jahre alt. Ne? Er stand durch diese Verletzungsmisere in der Verteidigung, stand er auch schon im Pokal-Viertelfinale in der Startelf, was er auch schon gut gemacht hatte. Und diesmal jetzt wieder. Und ich habe mir mal so ein bisschen die Statistik angeschaut. Er hatte eine Passquote von 90%, Bestwert für die ganze Mannschaft von St. Pauli. Er spielt unglaublich souverän und unbekümmert und ist beidfüßig, was ich jetzt auch neu gelernt habe, was natürlich sehr, sehr gut ist, natürlich für jeden Spieler. Ja. Aber ich find es lustig, dass es bei ihm der Fall ist. Und deswegen gebe ich ihm jetzt offiziell den Kosenamen Marcel Beidfuß. Sehr schön. Schön, ne? Sehr gut. Gut. Bei mir, ich habe mal nachgeguckt im Freibeuter und Pfeffersack Handbuch und ich habe festgestellt, man muss nicht zwingend einen Man of the Match vergeben und ich mache das auch nicht. weil steht das gab, in unserem Handbuch? Okay, gut. Es gab tatsächlich, da sind ja die ganzen Verfahrensanweisungen drin für diesen Podcast. Es gab tatsächlich viele Leute, die irgendwie deutlich schlechter gespielt haben, als man sie kennt. Ja. Es gab keinen, der so richtig herausgeragt ist. Reis hat natürlich ein Tor geschossen und hat nicht schlecht gespielt, wurde übrigens aber auch vorher ausgewechselt. Ich war ja durchaus wieder ganz zufrieden mit Chakwetadze. Ich finde, da ist immer was los, wenn der am Ball ist. Der kann auch mit dem Ball umgehen. Ich möchte einmal kurz das Hamburger Abendblatt zitieren, welches ich heute Morgen schon gelesen habe. Und da heißt es in der Einzelkritik über Chakwetadze, war phasenweise selbst erschrocken über seine vielen Ungenauigkeiten. 5 Wochen nach seinem Winterwechsel fehlt dem Georgier noch die Bindung zu seinen Mitspielern. Und das ist natürlich völliger Quatsch. Es ist zwar nicht völliger Quatsch, aber ich finde, Chakwetadze beeindruckt mich wirklich, wie der auf dem Feld ist, weil er vor allem auch immer so den Ball fordert. Man muss ja sagen, das ist ja auch nur unweigerlich älter als dein Kollege Beidfuß. Kommt aus einem fremden Land zu einem Verein, von dem er vorher noch nie was gehört hat. Und tritt da sehr selbstbewusst auf, fordert ständig den Ball. Man darf auch nicht außer Acht lassen, dass er vorher sehr schlecht behandelt wurde. Genau, das hat jedenfalls Tim Walter gesagt. Ja. Und ich finde das super, wie der auftritt, dass er so selbstbewusst auftritt und dass dann hier und da der eine Pass noch nicht ganz so ankommt, wie er ankommen soll. Ja. Das muss man. Ja, nee, das stimmt. Ich sehe da auch gewisse Parallelen, wie du schon sagtest. Also einfach ein junger Spieler, der sehr frech auftritt, ne? Und sehr dynamisch spielt. Und ich hab auch so ein bisschen mal auf ihn geachtet jetzt in eurem Spiel und der hat mir auch sehr gut gefallen. Ja. Also so ein kleiner Wirbelwind ist das, ne? Der immer Zucht zum Tor hat. Ne? Genau. Er hatte ja übrigens auch eine sehr große Chance. Ich glaube, noch bevor, so nach 10 Minuten, wo dann aber Martini ja noch irgendwie gerade mit dem Fuß abgewehrt hat. Das hat er vielleicht nicht ganz optimal gesagt. Ja, Tusche von Sky meinte da hätte er direkt reinschießen müssen. Ja, gut. Ja, Es war halt sehr gut von Martini einfach verteidigt insofern. Ja, Martini war in extrem guter Form, muss man sagen. Ne? Das stimmt, also gegen seinen Ex-Verein ist dann ja oft so. Ne? Er war hoch motiviert. Ja. Gut, dann lass mal zu dem hier kommen. Die goldene Ananas geht an. Ja, soll ich mal wieder beginnen? Mach mal. Okay, dann sag mal einfach. Meine goldene Ananas ist nicht, dass Terodde jetzt vor Bogi in der Torschützentabelle steht, was natürlich unerhört ist. Terodde hat ja beim 3 zu 4, was sind 3 zu 4 gegen Rostock, Wahnsinn, ne? Ja. Das Schalke 3 zu 4 gegen Rostock, da hat Terodde 3-mal geknipst. Ja. Und es hat trotzdem nicht gelangt, aber es hat gelangt für ihn, um jetzt in der Torschützentabelle mit 2 Treffern vor Burgi zu stehen. Das war ja überhaupt ein absolut unglaubliches Spiel, ne? Ja, ich habe es leider nicht gesehen. Also da muss ich mir, glaube ich, nochmal die Zusammenfassung angucken. Normalerweise finde ich es ja ganz furchtbar, wenn Hansa Rostock gewinnt. In diesem Fall, muss ich aber sagen, hat es mich dann doch gefreut, dich ja wahrscheinlich auch. Absolut. Weil das natürlich den Aufstiegskampf nochmal angefeuert hat oder beziehungsweise noch spannender gemacht hat. Es ist sogar noch ein bisschen unglaublicher als das Spiel, was am Freitagabend stattgefunden hat, als Darmstadt gegen Paderborn aus einem 0-2 noch ein 3-2 gemacht hat, was natürlich auch sehr ärgerlich war. Da haben wir beide wahrscheinlich irgendwie im Ticker verfolgt und dann gesehen, super, die Darmstädter werden da weggekickt, was ja sehr gut für uns gewesen wäre. Und
Ja. Dann haben sie innerhalb von 6 Minuten, also ja, ist nicht zu fassen. Ja, es sind echt tolle Spiele im Moment gerade, ne, in der zweiten Liga. Ja. Das war das torreichste Wochenende in der Geschichte der zweiten Liga oder sowas, kann das sein? Es waren sehr viele Tore gefallen. Es waren auf jeden Fall sehr viele, kann schon ich sein. Ich meine, ja, aber nagel mich nicht drauf fest, bitte. So, also meine goldene Ananas ist, geht an Peter Knebel. Lass mich nachdenken. Ach so, weißt du, wer... Genau, Peter Knebel also, ist... Erstmal ehemaliger HSVer, ja. Und auch ehemaliger St. Paulianer. Ach so, Peter Knebel habe ich noch in Stutzen als Kapitän des FC St. Paulis über den Millantor-Rasen stapfen gesehen. Das war so Ende der 80er Jahre. Mhm. Genau, Peter Knebel, Schalkes Sportvorstand. Wie du ja weißt, hat der nach diesem 3:4 seiner Mannschaft Schalke gegen Hansa Rostock den Trainer Dimitrios Gramotzes rausgeschmissen. Mhm. Ja. Mit dem Zitat: Der Mannschaft mangelt es seit Jahresbeginn an der notwendigen Konstanz. Es ist gerade diese Konstanz, die Teams, die aufsteigen wollen, benötigen. Und diese Konstanz muss man eben halt auch vielleicht mal dem Trainer gewähren und ihn nicht rausschmeißen, weil das ist für mich keine Konstanz. Mit dieser Theorie wäre ja auch dein lieber Herr Walter schon längst beim HSV rausgeschmissen worden. Nein. Was? Wieso? Also der HSV spielt ja nur super konstant, immer unentschieden. Und spielt er überhaupt nicht. Also er spielt viel unentschieden, aber es ist jetzt ja auch keine Konstanz in dem Sinne bei euch. Ihr habt jetzt die letzten 2 Spiele verloren. Das ist eben halt, also Peter Knebel agiert halt so, wie der frühere HSV-Vorstand agiert hat. Ne? Ja. So, in der Hoffnung, nochmal auf der Zielgeraden nochmal was rausreißen zu können, dadurch, dass man den wirklich sehr guten Trainer rausschmeißt. Ist Gramotzes so ein guter Trainer? Ist Gramotzes so ein guter Trainer? Ich weiß es, ich kann das jetzt nicht einschätzen, ich habe noch nie unter ihm trainiert. Ich glaube, er ist ein cooler Typ, finde ich. Ja, ist ja auch übrigens Ex-HSV, hat ja mal beim HSV gespielt. Übrigens, es könnte sein, dass ein anderer Ex-HSVer Nachfolger von ihm wird. Ja, wer wird denn da gehandelt? Markus Gisdol. Ah, ja. Markus Gisdol war ja bei Spartak Moskau, also auf jeden Fall in Russland Trainer und hat... Ach, ist er jetzt ganz frisch da weg, ne? Also er hat sozusagen gleich mit Beginn des Krieges hat er gesagt, das wird Daniel, das war's, nicht mit mir. Ja, sehr gut. Und hat das Land verlassen und wird jetzt, ist glaube ich, einer von den Kandidaten, die gehandelt wird. Ja, ja. Genau, also ja, dieses Trainer rausgeschmeiße ist natürlich schrecklich und deswegen, ja, goldene Ananas für den Schalker Sportvorstand. Ich habe auch eine goldene Ananas. Und zwar kennst du den, du kennst den Ausdruck, ne, wenn man für sozusagen Kraft haben für den Sport, Körner haben, genug Körner haben oder nicht mehr genug Körner haben, ne? Du hast den, glaube ich, auch schon mal, ich habe es, glaube ich, auch schon mal von dir. Ja, genau. Genau, sie hatten nicht mehr genug Körner und ich habe nichts gegen diesen Ausdruck, kommt, glaube ich, aus dem Radsport. Das wurde nur so inflationär an diesem Wochenende, insbesondere mit dem HSV-Spiel, benutzt. In der Pressekonferenz wurde das immer gefragt, hat der HSV noch genug Körner? Dann wurde das vor dem Spiel von den Sky-Reportern erzählt. Dann habe ich zwischendurch nochmal, hatte ich noch zu dem Stuttgart-Spiel, Stuttgart gegen Gladbach hatten ja 18:30 gespielt, da hatte Mislintat, der Sportdirektor von Stuttgart, auch davon erzählt, ob sie genug Körner haben. Und ich habe diesen Begriff Körner ein paar Dutzend Mal an diesem Wochenende gehört und ich kann es nicht mehr hören und ich finde, die Leute sollten sich einfach mal was anderes ausdenken. Meinetwegen können sie mal wieder reden über, hat man noch genug Benzin im Tank, aber bitte nicht mehr von den Körnern erzählen. Hat man genug Puste, hat man früher gesagt, ne? Das weiß ich nicht genau. Ja. Ich finde, Benzin im Tank bei den aktuellen Spritpreisen ist das eigentlich auch eine schöne Sache. Aber das mit den Körnern, muss man sich mal was anderes ausdenken. Okay, alles klar. Dann kommen wir zu dem hier. Der Walter der Woche. Ich gehe mal davon aus, dass du keinen hast. Oder hast du doch einen? Nee, ich habe keinen. Nee, okay. Es ist ja so, also Tim Walter antwortet ja auf Journalistenfragen erstens immer ausweichend, zweitens immer mit den gleichen Phrasen, nämlich wir schauen nur auf uns selbst. Du siehst es also ein, sehr gut. Ja, ich wusste das immer. Und dieses Wochenende kam aber nach der Niederlage noch hinzu, dass er extrem genervt war.
Er wollte dann auch nicht irgendwie sagen, dass das Spiel, dass das DFB-Viertelfinale vielleicht ein bisschen was Besonderes war. Naja, ja, nein, ja. Dann schüttelt er so. Und es war nur, er wurde dann auf den Fehler von Ferro angesprochen, und dann, der zum 2:1 führte, und dann hat er auch nur genervt gesagt, wir gewinnen zusammen, wir verlieren zusammen. Ja. Von daher ist mir das scheißegal. Ja, so, das stimmt, ist einfach, das war mir auch aufgefallen. Ich finde es natürlich schön, dass er einfach sagt, dass er jetzt nicht den, dass er nichts gegen den Torwart sagt, was ja auch stimmt. Ja, trotzdem ja. Könnte man das mal so ein bisschen fußballerisch analysieren, wie Schulle das auch machen würde. Ja. Naja, gut. Ich bin trotzdem totaler Fan von ihm. Ich habe überhaupt kein Problem damit, nur dass er auf Journalistenfragen so reagiert. Aber es ist ja, er ist der Phrasendrescher vor dem Herrn, ja, und das, ja, ja. Und das ist auch so eindeutig nicht auf die Frage eingehen. Ne? Also ja, dieses, ja, genau. Ja. Dieses wir verlieren zusammen und wir gewinnen zusammen, das ist auch so, das kannst du irgendwie zu allem ja, sagen und zu genau. Nichts. Ne? So ist immer so, komm, lass mich doch in Ruhe. Ja, und, ja, genau. Dann habe ich nämlich doch auch einen Walter der Woche. Und zwar gab es bei eurem Spiel, das ich mir in voller Länge angeschaut hatte, einmal so eine kurze Einblendung von ihm, wo er blickte irgendwie so, ich weiß nicht, ob er aufs Spielfeld schaute oder irgendwie zum Linienrichter oder zum vierten Schiri, wo er so ganz zuckersüß lächelte und dann aber sofort, nachdem er den Blick abgewendet hatte, wieder in so eine ganz griesgrämige Miene zurück mutierte. Und das war so ein typischer Walter-Moment, fand ich auch, wo du sahst, das ist alles komplette Schauspiel, ist alles aufgesetzt. So, also ich weiß, du preist immer seine Gradlinigkeit. So habe ich ihn als Schauspiel erlebe ich ihn eigentlich jetzt nicht unbedingt. Ist es dir noch nicht aufgefallen, dass er immer so ein zuckersüßes Lächeln auf den Lippen hat, wenn er irgendwie Fragen beantwortet? So eine vorgeschobene entspannte Lockerheit, die er aber in Wirklichkeit ja, gar ja, nicht hat. Ja, ja, das stimmt. Ja, 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 so, ja, ja, genau. Er ist auch nicht witzig. Er wurde auch gefragt beim DFB-Pokal, gegen wen er denn am liebsten spielen will in der Pressekonferenz, und hat auch so pseudolustig geantwortet. Ah, dann nehme ich mal meine Kristallkugel. Leipzig, ja. Freiburg ja. Oder Berlin. Ja, ja. So, und das, also ja, es ist halt nicht so, aber ich finde, es war ja auch sozusagen, als er nach Hamburg kam, hatte er ja auch den Ruf, so ein bisschen arrogant zu sein. Ja. Ich glaube, er hat sozusagen, war dann wahrscheinlich auch selbst nicht so ganz zufrieden damit, wie er von den Medien wahrgenommen wird, und wollte dann ein bisschen anders machen, ein bisschen besser machen. Mir ist es letzten Endes scheißegal, weil ich schaue nur darauf, wie der Trainer die Mannschaft trainiert. Ich finde, da macht er das alles sehr gut, und ich finde auch letzten Endes übrigens diese Journalistenfragen auch oft bescheuert. Also ja, ich weiß. So, Sie haben verloren. Wie fühlen Sie sich? Da muss ich jetzt auch nicht unbedingt. Also ja, also genauso wie er sich auch immer so offensichtlich diese HSV-Merchandising-Kappe aufsetzt, genauso hat er halt auch so sein nach außen hin Pressesmile. Und du weißt ganz genau. Drin sieht es komplett anders aus, was okay ist. Gut, dann lass mal zu dem hier kommen. Der Timo des Tages. Also, der Timo des Tages. Ansgar, hast du einen? Nein. Nein. Ich möchte auch, dass du dir Gedanken machst über Timo des Tages. Falls dir mal irgendwas unterkommt, ja, ne? Gerne Timo oder gerne. Immer gerne. Aber es ist nicht leicht. Ich könnte sagen, sein No War Pullover, den er getragen hat. Ja, nicht nur er, das war eine ganze Aktion vom FC St. Pauli. Jeder Spieler hatte das T-Shirt an, als sie auf den Platz gegangen sind. Ja. Ja. Timo ist ein geradliniger Typ, der aber wenig Angriffsfläche bietet. Das stimmt, ja, ja. Ich mag ihn sehr, sehr gerne. Es ist aber immer so ein bisschen schwierig, gerade deswegen so Sachen bei ihm zu finden, die irgendwie ein bisschen seltsam oder anstößig sind, ganz im Gegensatz zu eurem Trainer. Aber was ich mir ausgesucht habe, was ich ganz, ganz lustig fand, war in der Pressekonferenz vor dem Spiel gegen Karlsruhe wurde er zu dem Thema gefragt, dass nämlich der KSC ja nach der Pokalpleite gegen euch in Hamburg geblieben ist und dort in einem Hotel ausgespannt hat. Das hatten wir auch schon letztes Mal kurz angesprochen. Und da war es nämlich so, dass Karlsruhe wohl zum Hagenbecks Tierpark gegangen ist, um da einen Tag lang sich die Füße zu vertreten und die Köpfe freizukriegen. Und da wurde Timo gefragt, was er den Karlsruhern denn raten würde,
in Vorbereitung auf das Spiel gegen den FC St. Pauli, zu welchem Tier sie gehen sollen und sie das angucken sollen. Und da hat er, wie ich finde, sehr lustig geantwortet. Zecken gibt es da, glaube ich, nicht, oder? Man möchte jetzt natürlich auch nicht sich irgendwie in eine Ecke drängen lassen und dann sagen müssen, ja, ja, sie sollen sich den Löwen angucken, weil wir werden sie zerfleischen oder sowas. Nein, die Zecken. Sehr gut. So, das war mein Timo. Dann kommen wir damit zum Leserbrief der Woche. Ansgar, hast du was für uns? Tatsächlich, wir haben wieder auf Instagram gefragt, ob die Leute uns irgendwas fragen wollen. Und wir haben von Jakob eine Frage bekommen. Mhm. Und zwar lautet die Frage, auf einer Skala von 1 bis 10, wie hoch sind die Chancen aufs Finale? So, ja. Ach so, steht jetzt für, das Halbfinale. Für, im Pokal für den HSV. Genau, im Pokal. Ja, okay. Ja. Die Frage ist, für wen? Für wen? Für Freiburg sind sie, würde ich sagen, relativ hoch. Für den HSV muss man sagen, also Freiburg ist eine Mannschaft, die einfach eine Etage über dem HSV ist. Auch wenn sie auswärts spielen, sind sie Favorit. Ich würde mal sagen, auf einer Skala von 1 bis 10 liegen die Chancen bei 3 für den HSV weiterzukommen. Hm. Ja, man muss sich da keine Illusionen machen. Ich hätte Heimspiel, nichts dagegen. Heimspiel ist bestimmt ein gewisser Vorteil für euch. Auf das, jeden wenn Fall. Wenn das Stadion voll ist, das ist schon... Macht auch einfach mehr macht Spaß. Macht einen Unterschied. Ja. Ja. Auswärts gegen Leipzig wäre ja wohl das Schlimmste gewesen, ne? Genau, das wäre das Schlimmste gewesen, auch einfach, weil es die das Dosen Los, sind. Genau, es ist das Los, was jetzt ja Union Berlin, unser vorheriger Gegner, bekommen hat. Das ist natürlich bitter für sie. Das heißt, man kann schon mal davon ausgehen, wahrscheinlich, höchstwahrscheinlich, dass ihr, wenn ihr denn weiterkommen solltet, wieder im Elfmeterschießen, dann auf spätestens gegen Leipzig im Finale rausgekegelt wie eine Red Bull-Dose. So weit darf man sowieso gar nicht denken. Das Aufsteigometer. Das Aufsteigometer. Justus, das macht dir doch bestimmt Spaß, diese Rubrik jetzt, oder? Bereust du, dass du diese Idee gehabt hast? Nö, überhaupt nicht. Gut. Ich dachte, heute würdest du es vielleicht mal bereuen, weil es schaut ja gar nicht so rosig aus für euch. Ja, also ich kann dir nur sagen, also Markus Mutzel hat gesagt, dass es wahnsinnig unfassbar eng sei da oben, was ich jetzt ehrlich gesagt bei 6 Punkten Abstand nicht sehe. und dass man auf keinen Fall den HSV abschreiben sollte. Also auch beim Aufsteigometer kann man auch sagen, die Chancen stehen auf einer Skala von 1 bis 10 bei 3,5, dass sie es noch schaffen. Es ist absolut realistisch. Man sieht ja wirklich, was alles möglich ist. Und ich glaube, ich kann mir sehr gut vorstellen, dass Darmstadt nochmal wegbricht da oben. Also Darmstadt, sie überraschen uns alle, ne? Also die hatte ja keiner so wirklich. Nee, man dachte stimmt. ja immer so, auch irgendwie, als sie zwischendurch auf Platz 1 waren, man dachte immer so, ja, ne, das ist jetzt nur eine Momentaufnahme, die werden das nicht durchhalten. Aber man sieht ja doch, dass sie, die haben verdammt nochmal, die haben Körner im Tank. Und ich meine, es ist jetzt ja auch nicht im Tank. Ach, jetzt haben wir den Körner auch noch im. Also im Tank gehören die, da gehören die Körner nicht hin. Ich glaube, ich kann mir sehr gut vorstellen, dass Darmstadt noch reinbrechen wird. Ich glaube jetzt, dass Werder und St. Pauli eigentlich sehr stabil sind, aber der dritte Platz ist für den HSV absolut noch drin, dass sie da Darmstadt nach oben wegkegeln können. Insofern auf einer Skala von 1 bis 10, 3,5. Und bei dir? Bei mir steht es unverändert auf Relegation. Und diesmal ja auch wortwörtlich, weil sie auf Platz 3 stehen. Ja, gut. Ja. Okay, dann kommen wir mal zu dem hier. Ausblick mit Einblick. Wir spielen ja zeitgleich am Samstag, ne? Das gab es ja, glaube ich, auch noch nie so wirklich. Das kann sein, das stimmt. Kann ich mich nicht dran erinnern. Das ist schon so ein bisschen so, wie die letzten, ich glaube, sind das die letzten 5 Spiele? Sind ja, glaube ich, immer alle Mannschaften. Nee, nicht die letzten, nein, nicht die letzten 5. Ich glaube, die letzten beiden Spieltage. Naja, egal. Auf jeden Fall, ja, wir sind beide am Samstag, nämlich um 13.30 Uhr müssen wir ran. Ihr zu Hause, wir auswärts, beide gegen Ostmannschaften, interessanterweise. Ja. Allerdings haben wir ein Auswärtsspiel
und zwar gegen Dynamo Dresden. So, in Dresden ist es natürlich immer schwer, ne? Besonders jetzt wieder mit gefüllten Stadien. Zudem hatte Dresden auch gerade einen Trainerwechsel, was das Ganze natürlich wieder etwas... Was? Das wusstest du nicht? Ja, das war der zweite Rausschmiss. Also jetzt nicht an diesem wirklich? Spieltag, jetzt sondern davor, schon am Spieltag davor, ist nämlich der liebe Alexander Schmidt, ne? den wir beide mal mit... mit André Schubert verwechselt. Ja, hatten. Wo wir unsere komplette Ahnungslosigkeit hier bloßgelegt haben, aber ja. Genau, aber also Alexander Schmidt, den ich ja recht sympathisch fand, muss ich sagen, der musste gehen bei Dresden und gestern hatte Dresden ein 1:2 bei Werder Bremen unter dem neuen Coach Guerino Capretti. Mm. Das ist der neue Coach. Der wurde, wie ich gelesen habe, vom SC Ferl. Ja. Der ist nicht direkt vom SC Ferl gekommen, sondern der war da vorher, hatte danach dann irgendwie Auszeit oder was. Auf jeden Fall wird unser Abwehrspieler Lars Ritzka den bestimmt noch kennen, weil der kam nämlich Anfang der Saison auch vom SC Ferl. Also das wird interessant zu sehen. Aber ja, also kein einfaches Auswärtsspiel. Wie sieht es denn bei euch aus? Ihr habt ein Heimspiel, ein vermeintlich einfaches Heimspiel. Ne? Ein vermeintlich einfaches Heimspiel gegen Aue. Ja. Das, also Aue ist ja wirklich die Mannschaft, die irgendwie in der Nachspielzeit immer nochmal irgendwie die Punkte abgibt. Auf ganz tragische Art und Weise sind jetzt Tabellen 17 da. Wie also, euer, aber sind auch so ein bisschen, Spiel, ne? Erinnern mich auch so ein bisschen an den Terminator, irgendwie, der immer einen reingeballert bekommt, aber auch immer sich wieder selber zusammensetzt und wieder aufsteht und weiter marschiert. Wirklich erstaunlich. Also die sind noch dabei, die kämpfen mit allem, was sie haben, gegen den Abstieg. Das Hinspiel hatten wir ja irgendwie, da hat ja noch Thomas Doyle in der letzten Minute oder Sekunde noch ein Tor geschossen und, ach nee, da war ja auch dieses Eigentor noch. Also, tragisch, also, und dass die noch nicht gebrochen sind und noch immer weiter marschieren, finde ich schon erstaunlich. Das wird auf jeden Fall ganz schwer. Was bleibt ihnen noch anderes übrig? Ja. Sie haben übrigens ja das letzte Spiel auch gewonnen gegen Jahn Regensburg, 1:0. Ich meine, jetzt muss man sagen, der Jahn strauchelt ja momentan auch. Die irgendwie, weiß nicht, die sind ja nun auch von ihrem anfänglichen Höhenflug nur noch ein Schatten ihrer selbst. Trainer bei Aue ist ein Ex-HSVer, nämlich Pavel Dotsch, wie heißt der, Dotschev? Ja, dazu fällt mir nämlich auch noch was ein. Aber mir fällt erstmal, also der hat tatsächlich mal, das werden die wenigsten wissen, ich habe es jetzt auch nur irgendwie gerade durch Recherche nochmal rausgefunden, 1992, 93 in der Saison beim HSV gespielt. Ich habe keinerlei Erinnerung, ich konnte jetzt auch nicht wirklich was darüber herausfinden, hat wohl 8 Spiele gemacht, damals war Benno Mühlmann, beziehungsweise Willi Reimann war da Trainer. Ansonsten ist natürlich, wie vorhin schon gesagt, die Frage, was passiert, was kriegen sie ohne Meffo hin und werden Kittel und Glatzel genug Körner im Tank haben, um da einen Dreier zu holen. So, was wolltest du sagen? Was hast du über Pavel? Ich habe was Schönes über Pavel, und zwar wurde er da in einer Pressekonferenz zum Ukraine-Konflikt befragt. Ich spiele das einfach mal ein. Ich sag's eine Sache, wo ich jetzt, ich lese auch sehr viel und ich sag's aber trotzdem, ich meine, ich habe nicht gar nicht gewusst, dass der Blauwal ein Meter durchschnittliche Arschloch hat. Und das ist nicht der größte Arschloch der Welt. Und das ist das, was ich sagen kann. Also das ist für mich, was jetzt passiert, das ist einfach nicht normal. Ja, Pavel sagt, wie es ist, ne? Sagt, wie es ist, genau. Ja, wenn es nicht so traurig wäre, dann wäre es lustig. Ein guter Mann, auf jeden Fall. Ich würde ihm gönnen, dass sie in der zweiten Liga bleiben, aber ich gönne ihnen keine Punkte jetzt am Wochenende. Ich gönne ihnen ein paar Punkte gegen euch. Es ist übrigens völlig klar, dass der HSV das gewinnen muss. Das ist ein Do-or-Die-Spiel. Wenn sie da keine 3 Punkte holen, dann wird es richtig, richtig bitter. Dann Hauptsache, ich möchte nicht, dass sie Vierter werden, weil dann werde ich gebierduscht von dir. Das habe ich ja irgendwie in der letzten Folge. Ja, das stimmt. Weißt du, was ich mir auch überlegt hatte? Vielleicht wird es keine Bierdusche, sondern was anderes. Was denn zwar, sonst? Und zwar, es gibt ja, also eine Champagnerdusche. Eine Champagnerdusche. Champagner,
Wenn wir aufsteigen und ihr Vierter werdet, dann gibt es eine Champagnerdusche, okay? Aber ansonsten, ja. Dann kriegst du eine Pfeffi-Dusche, weil du bist ja auch Pfeffi. Das ist auch wird schön klebrig in deinen Haaren. Zum Glück sind sie ja raspelkurz rasiert, dadurch ist es nicht so schlimm. Ja. Bis auf diese eine Strähne, die ich mir im Hinterkopf gelassen habe. Ja, lass die mal bitte ab jetzt wachsen. Für das Beste im Hof, Mann. Na gut. Lieber Justus. Hofmann-Gedächtnisfrisur. Es war sehr schön, hier meinen Morgenkaffee mit dir zu trinken. Ja, hat Spaß gemacht. Wir machen jetzt weiter in unserem Büro hier mit allem, was wir zu tun haben. Ja, ich hoffe, ihr seid nicht. Du bist nicht zu niedergeschlagen. Nein. Ich freue mich über diese tolle Woche. Bis dann. Alles klar. Tschüss. Ciao.